Deutsch lernen durch Hören. Frau Zickig im ersten Stock. Melissa und Frederik leben in der Stadt in einer Wohnung. Vom zweiten Stock aus haben sie eine schöne Aussicht über einen großen Park. Dort gehen die beiden gerne mit ihrem Hund spazieren. Auch heute gehen sie die Treppe runter. Im ersten Stock steht Frau Zickig und schaut die beiden an. Dieses eklige Tier will ich nicht sehen. Schnell weg mit euch, schreit sie und zeigt auf den Hund. Frau Zickig streitet mit jedem. Sie hasst das Leben, die Welt und alle Menschen. Niemand mag sie, weil sie immer so böse ist. Melissa und Frederik ignorieren sie und gehen einfach weiter. Im Park fragt Frederik: Warum ist Frau Zickig immer so gemein? Melissa weiß es leider auch nicht. Manche Menschen sind ebenso, sagt sie und zieht die Schultern hoch. Die beiden gehen wieder zurück zum Gebäude und sehen Frau Zickig vor dem Haus. Sie telefoniert. Melissa sieht, dass Frau Zickig weint. Geh in die Wohnung, ich komme gleich, sagt sie und gibt Frederik die Hundeleine. Frederik nickt und geht in das Gebäude. Frau Zickig ist verzweifelt. Sie sagt in das Telefon: Ich brauche das Geld. Ich habe sonst nichts zu essen. Du weißt, dass mein Mann vor 5 Jahren gestorben ist. Ich bin ganz allein. Das macht auch Melissa traurig. Frau Zickig schreit plötzlich: Du zerstörst mein Leben! Sie wirft das Telefon auf den Boden. Das Glas bricht. Melissa ist still. Frau Zickig dreht sich um und sieht Melissa. Warum schaust du mich so blöd an? Sagt sie zu Melissa. Frau Zickig, ich möchte Ihnen helfen. Kommen Sie doch mit mir. Ich koche Spaghetti. Frau Zickig ist erstaunt. Warum möchten Sie mir helfen? Fragt sie. Melissa versteht jetzt, warum Frau Zickig immer so gemein ist. Sie ist verletzt. Sie legt ihre Hand auf Frau Zickigs Schulter und sagt: Sie sind immer gemein zu mir, aber Sie sind auch ein Mensch wie ich. Ich sehe, dass Sie Hilfe brauchen. Darum möchte ich Ihnen helfen. Frau Zickig weint wieder. Danke, sagt sie leise und geht mit Melissa in ihre Wohnung. Deutsch lernen durch Hören.